So, machen wir es mal so. Nein. Nein. So, ist etwas sicherer. Ich hoffe mal. Eine Hoffnung auf Leben ist etwas zurückgeschossen gerade mal. Verdammt. Meine Güte, ich brauche eine Granate. Ich hau dir jetzt eine Granate hin. Mir doch egal. Sollen sie halt gucken, wo sie bleiben. Das nennt sich Taktik. Oh, das war kein besonders guter Wurf. Wobei, den hat's getroffen. Sehr gut. Stirb, 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 stirb. Verdammt. Mann, oh, ich muss andersrum gehen. Ich gehe mal andersrum. Vielleicht hilft das. Vielleicht hilft das sehr. Wahrscheinlich werde ich dann von der anderen Seite ein bisschen einfacher rankommen, beziehungsweise ich musste ja nicht wirklich hin. Glaube ich. Weiß es nicht. Ich schleiche mal lieber die ganze Zeit so ein bisschen. Oder auch nicht. Die Musik auch sehr schön untermalt hier. Es ist halt immer das Problem, ne? Wenn hier zu lange nichts passiert, dann muss man immer ein bisschen skeptisch werden. Das heißt, gefühlt steht denn der nächste Gegner direkt schon vor den eigenen Füßen und man sieht ihn nur nicht, weil es so nebelig ist. Speichern. Ein Bunker. Okay. Keiner, wo ich unbedingt hin muss, glaube ich. Alle sind weg. Ja, hier kommt man leider überall nicht ran. Das ist aber auch der Sinn von so einem Bunker. Schön wär's. Stromkabel. Ui, verdächtig. Strom? Doch, Strom. Und da denke ich auch immer, da liegt irgendjemand rum, aber es ist nur ein kleines Steinchen. Wir gehen gerade einen riesigen Umweg. Glaube ich. Zumindest wenn man dem Kompass glauben darf. Finden und zerstören Sie das 20 mm Luftabwehrgeschütz. Rücken Sie zum Sammelpunkt in der nahegelegenen Stadt vor. Ja, wahrscheinlich ist hier die Stadt gleich hier vorne. Und das Geschütz ist trotzdem noch da hinten, wo das halt hinzeigt, der Kompass. Gehe ich mal stark von aus. Noch ein Bunker? Nicht direkt. Ich habe den Baum getroffen. Warum steht er da einfach in der Gegend rum? Hat er keine Freunde oder was? Wahrscheinlich, damit er einfach nur gemein sein kann. Wurde als Kind vielleicht nicht nett behandelt. Man weiß es nicht. Deswegen musst du jetzt alle absnipen. Doch, hier ist gleich, hier in diese Richtung müsste der Sammelpunkt sein, denke ich mal. Gehe ich mal fast von aus. Uncool, uncool, ich bin gleich tot. Au. Okay, dann gehe ich nochmal in die andere Richtung. Kein Bock mehr. Meine Güte. Na gut, es ist die letzte Mission, da darf noch ein bisschen Herausforderung stattfinden. Warte mal, ein Bunkerteil? Wir sind, glaube ich, wir sind am richtigen Ort. Weil... Genau, das ist... Ich bin richtig. Hallo! Hi. Ja, aufpassen hilft. Ich bin richtig. So, machen wir das. Granaten und solche Sachen sind zwar nett, aber irgendwie benutze ich die viel zu selten. Das ist aber eine Angewohnheit bei so einigen Spielen. Es kommt halt drauf an. Hier ist es so, ich muss die halt wirklich erst ausrüsten und dann werfen. Das scheint jetzt auch recht einfach zu sein. Ist es auch. Allerdings, es gibt auch Tasten, da drückt man, oder Spiele, da drückt man auf eine Taste ohne Masters. Das geht auch. Aha, da ist es. Okay, dann meinte ich noch eine andere Stelle, wo ich mich dran erinnere. Die kommt dann später. Aber die ist auch schön. Bam. Ein Ziel wurde erreicht. Hooray. Immerhin etwas. Ein Ziel ist besser als kein Ziel.
Habe ich gehört. Aber für so ein, na gut, ein bisschen Platz nach oben ist das schon. Also die Bäume stehen nicht komplett dicht dran. Sonst hätte das mit dem Schießen ein bisschen schwierig sein können. Sonst denkt man, man knallt hier die Flugzeuge ab und dann sterben eigentlich nur die Bäume. So begründet sich das Waldsterben dann wieder. War das aus dieser Richtung, wo wir gekommen sind? Ich weiß es nicht. Ich würde gerne... Naja, will ich überall hin? Eigentlich schon... Hallo! Hallo, hallo, hallo! Ich glaube, das ist der... Na! Ich weiß, ich kann auch die Waffe wechseln, aber meine Güte. Wer braucht das schon? Wahrscheinlich ich. Ich glaube, der Stützpunkt, wo wir ganz am Anfang gescheitert sind. Na genau. Sehr gut, haben wir doch alles. Wunderbar. Wir leben noch. Hooray. Ja, dann zeigt der Sammelpunkt aber, oder der Pfeil zu einem sehr, recht seltsamen Punkt, finde ich. Ich dachte, da hinten war doch noch ganz viel. Aber anscheinend nicht. Bäume sind schön. Kann man sich verstecken. Ah! Arsch! Manchmal reicht ein Schuss, um die erstmal ein bisschen zu blockieren, ein bisschen zu stunnen. Damit die eigentlich nicht die ganze Zeit anballern. Au! Das war jetzt wild geraten, wo der gerade mal ist. Sehr schön. Bisschen Leben ist schön, aber es ist wenig. Egal, speichern. Das kriegen wir schon hin. Da es hier sowas wie Bonusziele nicht gibt, brauche ich eigentlich auch nicht, also bräuchte ich nicht den ganzen Rest der Karte abforschen und erkunden. Deswegen mache ich das einfach mal nicht. Ich renne mal nicht dahinter hin, damit sich das nicht komplett ewig in die Länge zieht. Da werden höchstens noch ein, zwei Gegner sein und dann war es das. Da wird nichts Überragendes sein, nichts Überraschendes. Easter Eggs gibt es hier nicht. Soweit ich weiß. Okay, wir sind gleich hier am Ziel. Okay, sehr gut. Relativ ausgiebig die Mission bisher, ne? Es wird auch noch einigermaßen umfangreich sein gleich, glaube ich. Das Sturmgewehr. Unsere Flächenbombardements des Ruhrgebiets haben die Deutschen empfindlich geschwächt. So sehr, dass sie die Produktion bestimmter Waffen, vor allem der STG 44 Sturmgewehrs, verlagern mussten. Jetzt wissen wir wohin. Offenbar betreiben die Deutschen an der Siegfriedlinie in der Nähe der Feste Schmerzen eine Waffenfabrik mit Waffenlager. Das ist unsere Chance, den Nachschub der Deutschen zu stören. Hier ist der Plan. Dringen Sie in die Anlage ein und besorgen Sie sich eine Tarnung und entsprechende Papiere. Verwenden Sie am besten eine Pistole mit Schalldämpfer. Stehlen Sie dann die Konstruktionspläne des STG 44. Suchen Sie anschließend das Teile- und Waffenlager, schnappen Sie sich dort die neueste Version des STG 44, sprengen Sie das Lager in die Luft und bringen Sie sich in Sicherheit. Dieses Sturmgewehr ist eine Revolution auf dem Gebiet der Waffentechnik. Die vollautomatische und überaus präzise Waffe hat ein großes Magazin und die Reichweite eines guten Gewehrs. Aha, als ob die anderen schlecht wären. Außerdem ist das STG 44 5 Pfund leichter als das Bar. Keine Waffe in den Arsenalen der Artillerierten oder der Achsenmächte ist mit dem STG 44 vergleichbar. Passen Sie auf sich auf, Lieutenant. Jo, Hargrov, der Macker. Okay, wir kriegen direkt die Penguin-Pistole ausgerüstet hier. Und irgendjemand hat das hier Krempel verloren. Ist schön. Das hilft. Ich weiß nicht, wer das da hingelegt hat. Ob das ein Köder ist. Auch hier können wir uns wieder durchballern, falls wir das wollten. Oder falls wir das müssen, vielmehr. Vielleicht muss das noch passieren, ich weiß es nicht. Hier kommen wir nicht vorbei. Auf der anderen Seite glaube ich auch nicht, oder? Wie sollen wir uns denn hier vorne reinschleichen? Wenn hier Licht ist. Wobei, das ist kein Licht. Das sieht nur so aus, glaube ich. Schnauze! Der müsste mich doch sehen, wenn er da vorne ist. So dunkel ist es jetzt auch nicht. Gehen wir da halt lang. Sieht ganz gut aus bisher. Bin bei den Geräuschen immer so ein bisschen...
in der Vorsicht, dass es hier auch Hunde geben könnte. Ja, ihr habt mich, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das Licht interessiert sich da trotzdem nicht für. Oh, wir kriegen das hin. Ich weiß halt nicht, ob die wirklich alle aggro sind, sobald wir hier unterwegs sind. Oder ab wann das eigentlich passiert. Dass die hier uns angreifen wollen. Sieht ganz gut aus hier gerade mal. So viel Munition, die wir nicht mitnehmen können. Jammer, jammer. Okay, da geht's nach unten. Sehr gut. Ah, Gesundheit, Papiere. Die waren auf 7, ne? Genau. Bitteschön, ja. Die Speisekarte. Suchen Sie sich was aus. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir hier... Ach, okay. Na, ah, ah, ah. Hallo, ich habe einen Ausweis. Randalier mal nicht rum. Ah. Okay, wir hatten noch die Uniform noch nicht an. Das könnte es erklären, warum wir entdeckt wurden. Hier auf der anderen Seite ist... Ah, okay, da kommen wir, glaube ich, gleich hin. Genau. Sehr gut. So, stecken wir die Waffe mal weg. Hier, mein Ausweis, liebe Treppe. Ha? Ich darf hier rein. Ich bin VIP. Hi. Ich muss Ihre Ausweispapiere sehen. Entschuldigung. Ich weiß gar nicht, ob ich das damals ernsthaft so gemacht habe oder ob ich wieder alles kaputt geschossen habe. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, es würde mir ähnlich sehen, dass wieder alle gestorben sind. Ja, so ist das Leben. So, sehr gut. Ich gehe einfach mal. Sind das hier... Sind das Sicherheitstüren? Nee, das ist einfach gar nichts. Hallo. Da liegt irgendwas rum, was blinkt. Ich muss Ihre Ausweispapiere sehen. Hände hoch! Nix da, Hände hoch. Neue Papiere, hooray! Da müssten die anderen das Hände hoch wohl für einen Scherz gehalten haben, wenn hier niemand kommt. Ist hier noch jemand? Hello. Ach, da kann man lang. Okay. Sehr gut. Guten Abend. Hallo, hier. Ich weiß, du willst es nicht sehen, aber sei doch mal beeindruckt. Hallo, wenn ich ein Offizier bin oder irgend sowas. Irgend so ein hoher Typ. Der kann mal Knicks machen vielleicht. Ja. Hi. Die Papiere bitte. Das ist vielleicht ungünstig, dass er da mit der Knarre steht. Entschuldigung. Ja. Hallo, ich habe einen Ausweis. Darf ich auch mal schießen? Ich glaube nicht. Hm. Was hier wieder für riesige Sachen unterirdisch sind, ne? Ich muss ja sagen, in solchen richtig großen Bunkeranlagen bin ich bisher noch nicht gewesen. Ich weiß auch gar nicht, wie weit da noch alles zugänglich ist. Hi, du hast eine Knarre. Du bist Forscher, du brauchst das nicht. Ah, okay, hier sind wir. Deswegen, ich weiß nicht, wie groß die Sachen tatsächlich sind, die da gebaut worden sind. Ich denke mal, also ich weiß halt nicht genau. Hat jemand eine Ahnung? Kennt sich jemand gut mit dem Zweiten Weltkrieg aus? Ich meine, klar, in der Schule haben wir es auch schon öfter mal durchgeackert, aber solche Sachen hier, solche Missionen haben wir natürlich dann nicht besprochen. Aber wenn sich da jemand auskennt, wie genau ist das alles, was man hier so macht? Wie geschichtsträchtig ist das alles? Oder wie realistisch sind diese ganzen Anlagen hier? Das wäre eigentlich mal ganz interessant, finde ich. Ich komme da nicht durch. Ich muss andersrum. Weil ich denke mal schon, dass sie sich ein bisschen Mühe gegeben haben und hier das alles richtig zu machen. Ich denke mal, da wird uns gleich... Ah, okay. Hi. So, wie gesagt, ich denke mal, der wollte uns angreifen hier. Habe ich zwar nicht gesagt, aber gedacht. Aber ihr konntet euch ja denken, dass ich das denke. So. Tür zu. Hier war niemand. Da ist keine Leiche, nein. Ich glaube, das fällt allein schon dadurch auf, dass hier irgendwas nicht stimmt, dass wir sprinten. Hast du die Extras dabei, die ich haben wollte? Was für Extras? Du weißt schon, die Extras geben. Ich vergessen. Vergessen? Ich habe dir 50 Mark dafür gegeben. Vergessen, die 50 Mark.
Flashbacks sind ausgegeben. Ich brauch nochmal 50. Was? Du Halunke hast mein Geld ausgegeben. Ja, ist weg. Ich bring dir dein Zeug beim nächsten Mal mit. Ich habe keine 50 Mark mehr. Tja, wann auch immer. Ich habe keine Eile. Mach dich vom Acker, Duganove. Schöne Dialoge. Duganove, ich habe euch belauscht. 50 Mark. Damals waren 50 Mark noch viel. Beziehungsweise mehr als... damals, als es zuletzt noch die Mark gab. Ah, sehr gut. Die Waffe ist super. Warum müssen wir das sprengen? Ich will da gerne alles von mitnehmen. Die Waffe ist nämlich gut. Kann man hier raus? Nein. Das heißt, wir müssen wieder zurück. Okay, spätestens jetzt müssen wir alles umbringen. Wo ist sie denn? Ist es die Nummer 4? Ja, die Waffe ist tatsächlich gut. SCG-44. 250 Schuss ungefähr. Haben wir. Sind es noch mehr? Ja, kaputt. Willkommen. Wir haben jetzt fast. Na gut, wir haben 450 Schuss jetzt. Das ist eine Menge. Es ist okay viel. So. Und ich glaube, jetzt ist spätestens der Alarmzustand ausgerufen. Zielen kann man damit leider nicht. Aber die zielt auch so ganz gut. So, wunderbar. Geht echt gut. Hat ordentlich Wumms. Ich denke mal, die Waffe wird es in echt auch gegeben haben, ne? Weil ich meine... Oder bin ich mir recht sicher, dass die damals hier die ganzen Waffensounds extra nochmal aufgenommen haben, dass die extra wirklich möglichst originalgetreu die ganzen Schüsse aufgenommen und entsprechend hier eingebaut haben, dass das möglichst realistisch ist. Von daher, ich denke mal, dass da schon recht viel Realismus vorhanden ist. Granate wäre ganz cool. Plöps. Nicht der Ausweis, nein. Den hat es nun zum Teil zerlegt. So, kaputt. Ich finde es ja schön, dass die Gegner wirklich, oder man selber auch, halt, dass man erstmal so einen gewissen Moment hat, dass wenn man getroffen ist, dass die dann erstmal stehen bleiben und erstmal sich wieder erholen müssen. Dass man nicht wie bei irgendwelchen Arena-Shootern dann plötzlich, einfach so weiter sich bewegt und weiterlebt. Das ermöglicht einem, dass man halt die wirklich erstmal schocken kann. Und die Gefahr dann erstmal vorüber ist. Für eine Sekunde. Ich glaube, ich sollte da nicht alles von verballern. Machen wir es so. Ich habe hier noch andere Sachen dabei. Nein. Zumindest auf die Entfernung ist es doch angenehmer. Oder die Thompson ist halt auch noch gut, ne? So ist ja nicht. Ich finde, die andere ist zwar gut, aber die, so viel wesentlich besser finde ich die auch nicht als die Thompson. Ehrlich gesagt. Meine Güte, sind hier viele. Nein. Boah, dieses ewige Nachladen. Ich sollte mir echt angewöhnen, öfter mal zu wechseln. So, kaputt. Der hat Leben fallen gelassen, das ist schön. Granate. Noch eine Granate. Bombs. Sehr schön. Noch mehr Granaten, bitte. Ja, ist ja gut. Der ist schön geflogen. Finde ich ja schön.